Das 400 Kilometer Brevet 2023 von Küste zu Küste. Im Herzen von Schleswig-Holstein. Gruppe fahren. Bei Wind und bei Sonnenschein. Mit einer Schwebefähre fahren. Komm mit. Sei dabei. Faszination Brevet fahren. Das ist Audax. Willkommen. Der Track führt uns zweimal quer durch Schleswig-Holstein. Ab Kiel starten wir, fahren über Wrohe, über Oschlach, nördlich an die Flensburger Förde nach Glücksburg, dann drehen wir südwestlich Richtung Husum an die Nordsee ab, weiter südlich nach Meldorf und dann geht's wieder Richtung Osten, kurz vor Hamburg nach Bad Bramstedt und über Brez nach Kiel zurück. Acht Kontrollpunkte haben wir, also acht Etappen, recht flaches Streckenprofil. Na, für 400 Kilometer einiges präpariert. Rad schick sauber gemacht, wir werden es trocken haben. Genug Essen eingepackt, die Zuckerflaschen wieder aufgefüllt, die Snickers sind an Bord, Brötchen und Schnittchen. Alles gut eingepackt. Der Startpunkt ist in Kiel-Schönkirchen, direkt wieder an der Bäckerei. Ja, Carsten kündigt gerade an, dass wir unterwegs sogar noch kulinarisch versorgt werden. 264 Meldorf, die Nummer kann ich jetzt nicht genau sagen. So circa am letzten Drittel der Strecke. Und die ersten machen sich langsam auf den Start fertig. Erste Gruppe startet. Der Rest wartet, wir starten dann wieder im 5-Minuten-Rhythmus, Gruppe für Gruppe. Einen schönen guten Morgen. Wir haben Ende April, Wetter ist heute klasse und heute kommt der dritte Part der Superrandonneur-Serie 2023. Ja, sind gerade gestartet in einer kleinen Gruppe. 5 Grad haben wir. Ist noch recht kalt, aber es soll nachher richtig schön warm werden. Regen werden wir nicht bekommen. Ja, und der Wind ist auch ganz gut. Wir fahren erst Richtung Norden von Kiel um den Westensee herum. Hoch nach Flensburg, Glücksburg. Und dann geht es Richtung Nordsee rüber nach Büsum. Und da dürften wir den Wind schon leicht von hinten haben. Und dann geht es noch weiter südlich. Ja, mal gucken, wann ich heute Nacht zurück bin. Ob alles gut läuft. Also ein deutlich weniger Startteilnehmer jetzt als bei den vergangenen. Ja, 400 Kilometer haben wir vor uns. Und so rollen wir langsam Richtung innere Förde an die Hörn, vorbei an der HDW. Ja, Mr. Snickers GoPro.
Ich habe sie ja immer in der Hand, die oder meistens die GoPro. Oder beiß darauf, das sieht bestimmt lustig aus. Ja, das war aus. Die HDW hier an der Seite. Und auf dem Oberrohr habe ich meistens so Snickers in so Gummiringen festgebunden. Deswegen kam dann immer mehr darauf, mich Mr. Snickers zu nennen. Aber ich finde die Dinger ganz praktisch. Die halten alles aus. Sonne, Regen, kann man echt monatelang auf dem Rad rumkarren. Und wenn man dann mal wirklich einen Hungerast hat, dann ist das ein guter Snack. Die Gruppe wird langsam größer. Waren wohl ein paar nicht so schnell mit dem Einchecken von der App. Moin, Gerdor. Moin, moin. Ich habe gerade heute Morgen gesagt, wir wissen ja nicht, wie du heißt. Guido. Guido heißt du. Guido aus Gerdor. Genau. Jetzt sind wir in der Hörn hier. Ja. Schönste Ecke von Kiel mit. Ach doch. Und wir verlassen langsam Kiel Richtung Osten. Noch geschlossen. Ja. Den Link schickst du irgendwann, ne? Ja. Muss leider sein. Ja, die Gruppe krieg ich ja nie wieder vor die Linse. Das wird sich nachher mega verstreuen. Mal gucken, der erste Checkpoint ist schon recht nah. Das sind nur irgendwie, weiß ich, knapp über 20 waren das. Es wird auch recht bald warm werden. Da kann man sich wahrscheinlich schon ein bisschen ausziehen. Ja, einer fährt hier mit dem Single Speed. Will auch Paris fahren. Und einmal ist er schon gefahren, zumindest hat er eine Weste. So. Das ist schon Randgebiet von Kiel. Noch geschlossen im Verband, mit ruhigem Tempo, geht's aus Kiel raus. Und so fahren wir einmal außen um den Westensee herum. Und sein Gepäckträger da eben vorne am Lenker, der hat's mir echt angetan.
Und wieder lasse ich mal die Gruppe an mir vorbeifahren. Ah, wird nix. Auto, ich muss ran. Und nochmal das ganze Spiel. Fahren an die Spitze ran. Kamera quer ab. Und den Speed rausnehmen. Gruppe vorbeifahren lassen. All die schicken Räder. Da wird schon gefilmt von irgendeiner Frau. Ja. Erster Checkpoint. So geht's einmal bei der Feuerwehr rauf in Wrohe. Die eBrevier-App raus. Foto machen lassen. Position ermitteln. Und das Ganze alles hochschicken. Jo, Foto machen. Und dann geht's schon weiter. Wieder verkehrt. Erster Checkpoint ist erreicht. Sehr, sehr kurz nur. Westensee fahren wir westlich drumherum. Und nächster Punkt ist auch schon recht bald. 25 Kilometer bis Hochschlag. Und dann geht's Richtung Flensburger Förderung. Und das ist jetzt, ich glaube, das Ding heißt Westensee hier, das Örtchen. Schöne glatte Straßen, aber Wind doch deutlich spürbar von vorne. Und so fahren wir recht kompakt, doch recht zügig. Zwei sind ausgewüchst da vorne und die Gruppe ist doch merklich kleiner geworden. So, hier wird gedrückt. Vorn wird richtig schön Druck gemacht, windschnittig gefahren und alle im belgischen Kreisel hinterher immer in Zweierreihen. Ja, wir haben schon mal beim letzten Mal vor Paris am Bau. Ach, da haben wir über irgendwelche Sachen mal geredet. Das war mal so eine Kickstarter-Sache. Dieses Teil. Das kannst du an jede Stadt anmachen. Ja, der Gepäckträger hat es mir echt angetan. Den kann man bestimmt überall gut anbauen. Nun sind wir in. Aber er ist leider sehr teuer geworden. Oder Osterhönfeld gegenüber vom Nordostseekanal. Nun geht's zur Schwebefähre. Das Ding ist ziemlich einzigartig, war lange in Reparatur. Ja, bin ich noch nie mitgefahren. Heute geht es damit rüber, glaube ich. Ja. Weiter geht's. Und da ist sie, die Rendsburger Hochbrücke. Ein Wahrzeichen der Ingenieurbauskunst in Deutschland. Und auf einer Laufkatze oben in der Brücke, da wird eine Fähre, eine Schwebefähre, über den Kanal gezogen. Die fliegt dann übers Wasser. Ist auch ziemlich einzigartig. Kommt gerade rüber, kommen wir zur rechten Zeit. Das erste Mal Schwebefähre. Obwohl ich hier am Kanal wohne. Ja, die war lange defekt, wurde repariert. So kam ich nie dazu, da selbst mal mitzufahren, obwohl es echt vor mir nur wenige Minuten sind, dahin zu fahren. Und so geht der ganze Trupp erstmal auf diese wunderschöne alte Fähre rauf. Mussten zum Glück nicht warten. Für mich eins der Highlights gleich zu Anfang dieser Tour.
mit allen Mann dort auf diese Fähre. Ja, einen Augenblick mussten wir noch warten. Und noch einer. Ja, knapp verpasst leider. Es geht über den Nord-Ostsee-Kanal. Und so überqueren wir recht stilvoll den NOK. Bei nettem Geplauder. Oben auf der Brücke verläuft eine Bahntrasse. Nun kommt noch ein Zug da oben rüber. Hören tut man dazu. Und so durchquert der große Trupp langsam Rendsburg. Müssen wir mal ganz quer durchfahren. Er wird aber nicht lang so geschlossen bleiben. Ja. Haben sich scheinbar fast alle versammelt. Ist ja ein riesiger Trupp jetzt. Aber schnell rüber, sonst hauen die mir alle ab. Gar nicht mehr auf. Ja, das ist Rendsburg. So nehmen wir die Unterführung. Drei sind rübergefahren über die Brücke, sind schon deutlich weiter. Auch sehr leer. Oh, wie hast du denn das denn? Das ist Chris Assin. Chris Assin?
abgebrochen stehen. Also ich hätte nichts mit. Ich würde das nicht hinkriegen. Ich, wow, Kette gerippt. Ja. Kette durch, ey. Ja, für mich wäre dann Ende gewesen. Ich hätte kein Kettenbindeglied mit. Schon mal erlebt, dass die Kette reißt, ohne Anstieg. Und das Rad ist ja... Eine der letzten Ampeln und die Gruppe ist zerrissen. Ja, wir wollten nicht mehr rüber. Obwohl im Verbund kann man ja eigentlich rüberfahren. Jetzt ist die Gruppe wieder ganz klein. Aber der nächste Checkpoint ist schon ein paar wenige Kilometer. Da tippe ich mal. Finden wir uns wieder alle zusammen. Eine Kette reißen kann. Seitdem fahre ich mit einem Kettensprenger, so einem 40 Gramm leichten Teil mit mir rum. Und einem Kettenschloss. Also wenn mir das passieren würde, ich würde damit jetzt klarkommen. Und dieses kleine, leichte Teil habe ich immer mit. Achtung, Achtung! Checkpoint. Mit Wahlkampfveranstaltung. Also wieder das gleiche. Handy raus. Foto machen lassen. Position ermitteln, hochschicken. Wirklich am Kämpfen. Der Wind, also man sieht es hier leider nicht so an den Büschen, der war doch ziemlich übel. Aber man macht sich so tot, wenn man das aufholen will. Wenn eine Gruppe vorne ziemlich zügig wegfährt, das einzuholen kostet Körner. Aber es klappt. Wow, das war anstrengend, ne? Ich habe mich rangehängt. Ah ja, ich hatte das beim letzten Mal nicht geschafft, beim 300er zum Schluss so 70 Kilometer vom Ziel. Ich kam nicht mehr ran, ne? Ja, weil dann machst du dich so kaputt. Die Tour ist noch lang, 8 haben wir gerade mal. Und wie schön, wenn die Bäume die ersten Blüten rauskommen, die ersten Blumen blühen, so früh im Jahr. Und so geht's wieder im belgischen Kreisel, im Verband. Auf schmalen Radwegen lang. So sieht man nicht. Wir sind in Schleswig. 50 Kilometer vor Glücksburg, dem dritten Ziel. Das Ende der Schlei. Ja. Direkt hier am Wikingertor.
dann geht's einmal durch Schleswig. Am Schloss Gottorf vorbei. Ja, super. Sonne kommt jetzt raus. Aber wir haben schönen Gegenwind. Es geht einmal quer durch die Stadt von Schleswig. Und aus Schleswig raus, wie man an dem Windrad sieht, wieder genau gegen den Wind. Das war nun Schleswig. 40 Kilometer haben wir noch bis Glücksburg. Und in Glücksburg haben wir wieder Kontrolle, dann haben wir 120, also ein Tick mehr als ein Viertel. Ja, blauer Himmel. Super Wetter. Ja, er hatte noch seine Daunenjacke an. Gefroren hat er nicht. Ihm lief der Schweiß durchs Gesicht. Aber umziehen ist schwierig, wenn man in einer Gruppe bleiben will. Dann heißt es so lange mitfahren, bis er wieder die ganze Gruppe stehen bleibt. Ja, oder man muss die Gruppe aufgeben. Sehen die beiden uns. Wir müssen hier nur noch rüberkommen, um ein bisschen Windschatten zu fahren. Wieder wunderschöne Radwege mit Windschutz, mit den ersten grünen Blättern. Schön autoleer und beruhigt. Und wieder Wechsel. Die beiden Vorderigen gehen nach außen, lassen sich zurückfallen. Und die nächsten sind dran, vorn ordentlich im Wind Druck zu machen. Ja, nun bin ich mal in der Reihe. Vielleicht.
ne? Komm nicht hinterher. Und der nächste Wechsel. Ich gehe zur Seite raus und fall wieder nach hinten und film dabei gleich die Gruppe. Du, das ist Sirup. 18 Kilometer vor Glücksburg. Alle freuen sich aufs Umziehen. Schön warm. Der hinter mir hat noch eine Daunenjacke an. Aber er sagt, er schwitzt lieber, als dass er friert. Schräg von, wer von der Seite eigentlich müsste kommen. Vielleicht haben wir Glück, dass man ein bisschen von hinten kommt. Aber ab Büsum ist er dann voll von hinten. Nicht kommen, aber zumindest nicht ganz von vorn. Ja, man muss ja irgendwie mit seinen Kräften und Körnern haushalten bei 400 Kilometer. Aber wir haben trotzdem gegen den Wind in der Gruppe doch recht flott Speed gehabt. Allein hätte man das Tempo, glaube ich, nicht halten können. Also ich zumindest nicht. Vorbei an diesen riesengroßen, schönen gelben Rapsfeldern. Wieder ein Wechsel an der Spitze vorne. Und es geht leicht bergab. Mal wieder Tausch. Ein paar Kilometer noch bis zur Kontrolle in Glücksburg. Und ordentlich Wind von vorn. Glücksburg an der Ostsee, das ist das nördlichste oder die nördlichste Kontrolle. Ein paar Meter noch. Jetzt werden sich alle erstmal die Klamotten vom Leib reißen. Ich
So, nun suchen wir die Kontrolle. Bäcker, ein Bäcker. Bäcker Tyson. Da ist einer. Ach, weil, wie soll? Der Bäcker da. Stadtbäckerei. Ja, das war aber nicht das Ziel. Oder die dritte Kontrolle. Also stehen wir da erstmal und brauchen einen Augenblick, bis wir merken, das ist nicht das Ziel der dritten Kontrolle. Also gleich nochmal alle rauf aufs Rad. Ein Stück zurückfahren. Ja. Glücksburg. Steht sogar fett drauf. Knapp 130 Kilometer. Wieder Foto machen lassen. Positionbestimmung hochladen. Haben wir also den dritten Checkpoint gehabt. Und wie es weitergeht, das seht ihr dann im zweiten Teil.